Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wail of Darkness. So, ich bin nochmal weiter durch den Dungeon gelaufen, hab noch den ein oder anderen Zombie gekillt, hab nochmal so einen gelben Trank eingepackt, hab zwei leere kleine Beutelchen liegen lassen. Ja, wir haben ja noch zwei in einem Kräuterbude da liegen. Da können wir zur Not nochmal zwei abgreifen. Die liegen jetzt, ich glaube, hier irgendwo habe ich die abgelegt. Und dann bin ich hier in den Saal gelaufen und da stehen irgendwie Gestalten, Geister, was auch immer. Aber man kann scheinbar mit denen quatschen, dann machen wir das mal. Meine Kappe, du hast meinen schönen ledernen Jagdhut gefunden. Ein Geschenk von meinem Vater, Nicolas. Etwas, das ich über alles liebe. Dank dir, Sinaloa. Ah, dann sind es jetzt die Geister der 6 oder 7 Brüder von Kairn. Ha, das ist sehr gut. Und ja, den Jagdhut hatten wir im Wald gefunden. Moment, dann ist er. Wer war Jäger? Dann ist er Nathan oder so hieß der Jäger. Okay, Nathan, es war uns eine Ehre. Ich bete, dass du finden kannst, was meine Brüder begehren, denn Kairns grausame Herrschaft muss ein Ende finden. Okay, wir arbeiten dran. Ah, und jetzt ist sein Ding ist rot geworden. Mein Dolch, danke, Sinaloa. Ich dachte, ich hätte ihn im See verloren, als ich ertrank. Keine Ahnung, wer er war. Aber das hat uns mit Sicherheit der Gelehrte dann auch gesagt. Er könnte der Jüngste sein, so wie er aussieht. Dann könnte es Peter gewesen sein. Ich hoffe, du kannst meinen Brüdern bringen, was sie wollen. Vater sagte mir, dass Kairn zerstört werden müsse. Ja, wir arbeiten dran. Es ist eine der Münzen, die ich mit meinem eigenen Abbild prägen ließ. Ich erinnere mich immer noch an Vaters Gesicht, als er eine von ihnen in die Finger bekam. Er war so verärgert. Danke, Sinaloa. Diese Münze weckt alte Erinnerungen. Ja, die war ja in dem Beutel drin. Und... Ah, er war dann der Eitle. Er müsste Feodor gewesen sein. Ich bete, dass du finden kannst... Ja, die Herrschaft von Kairn muss enden, ja? Wir arbeiten dran. Meine Violine. Überraschend, dass sie nach all den Jahren immer noch in einem Stück ist. Du wirst in ganz Europa kein besseres Instrument finden. Ich danke dir, Sinaloa. Dann war er Christian. Ich bete, dass du finden kannst, was meine... Ja, die Herrschaft muss enden. Danke, Sinaloa. Der goldene Federkiel, ein Geschenk meines Vaters. Ich weiß nicht, wer er war. Wir hätten noch einen Ritter übrig. Keine Ahnung. Du bist eine Namenlose. Was ist das? Er ist verflucht. Ich hoffe, der verfluchte Federkiel hat niemanden geschadet. Ah, wir haben das geregelt. Ein junger Gelehrter namens Pius hatte deinen Federkiel. Keine Angst, der Fluch hat ihn nicht wirklich geschadet. Er hat ein bisschen Schlafentzug gehabt, aber ansonsten, ja... Gut, welches Böse auch immer mein Federkiel verflucht hat, es wird kein zweites Opfer finden. Ah ja, und die Herrschaft muss enden. Mein Schwert! Ah, es tut gut, wieder Stahl in meiner Hand zu halten. Dann müsstest du Alexander, der Ritter, sein. Der ja im Gasthaus geköpft wurde von einem Fremden. Und wir sollen die Herrschaft beenden. Wer bist du dann? Gut, wie ich sehe, hast du den Siegelring und den Diamanten wiedergefunden. Meine Söhne und ich sind jetzt zufrieden. Du kannst jetzt passieren. Ach, dann ist er Nicolae, der Vater. Okay. Wie, du kannst jetzt passieren? Spiel? Hallo? Okay. Ihr habt da ein Loch in die Wand gemacht. Wie meine Söhne muss ich bald gehen, Sinaloa. Aber vorher erzähle ich dir, was hinter der Wand versteckt ist. Es ist eine magische Box, in der Kairn das Sonnenlicht mit seiner Magie eingefangen hat. Darum liegt das Tal in ewiger Dunkelheit.
Licht ist eine seiner Schwächen, Sinalur. Erinnere dich daran. Es ist Zeit zu gehen. Ich wünsche dir alles Gute oder so. Okay, das müsste jetzt die eine Prophezeiung gewesen sein. Und ja, auch die... Also die Geschichte begann eigentlich so ziemlich auch damit, dass die Brüder von Kaelin und der Vater die geliebte Vayla von Kaelin gequält haben und ich glaube auch getötet haben. Und sie gaben ihm ihr Blut zu trinken. Danach war er tagelang in Schlaf und danach war er ein anderer Mensch, also böse. Vorher war eigentlich ein ziemlich netter Kerl im Gegensatz zu seinen Brüdern. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die irgendwie Vampire sind, aber sie hatten kein Problem mit Tageslicht. Ich weiß nicht, was die Brüder jetzt wirklich waren an Kreaturen. Egal. So, dann gehen wir mal diese Box da holen. Und ein Säckchen. Gut, dass wir den ganzen Kram losgeworden sind. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter unterwegs. So, eine magische Box. Kann man da reinsehen? Also man kann sie irgendwann öffnen, aber ich denke mal nicht jetzt. Wenn da das Sonnenlicht drin gefangen ist. Behalten wir mal im Hinterkopf. So, und ein Sack. Metalltränken und Münzen. Okay, nehmen wir mit und sind wieder überladen. Wann sind wir das mal nicht? So, wir schauen auf die Karte. Wir haben noch ein bisschen was zu gucken. Dann gehen wir darum, darum und dann ums Eck und dann, das ist wahrscheinlich ein Raum und da unten noch ein bisschen und dann hätten wir alles gesehen. Denke ich mal. Wenn nicht hier noch irgendwo 100 Räume versteckt sind, wie das im Labyrinth war. Dachte ich ja auch noch ein Raum. Hm? 100. Aber ja. So, wir waren schon mal ziemlich gründlich bisher, weil wir alle diese Gegenstände schon dabei hatten, die die Brüder haben wollten. Und ich hatte recht, dass der Diamant und der Siegelring zusammengehören. Darüber müssten wir Neuland betreten. Ist das auch neu? Nein, das ist nicht neu. Dann gehen wir eins runter und dann in die nächste Tür. So, immer auf Zombies vorbereitet sein, aber hier war zuerst mal nichts. Und dann haben wir das alles abgehakt. Dann gehen wir da runter. Hier in den Hauptraum, in den anderen Raum und schauen dann noch hier. Alles klar. Finde ich irgendwie. So, zack, jetzt sind wir im Hauptraum und dann war es doch... wo wollten wir hin? Unten raus und dann hinten die letzten beiden Türen. Okay. Dann müssen wir uns auch wegen diesem verzierten Dolch keine Gedanken mehr machen, gegen welchen Gegner der wirkt. Er war offensichtlich nur Deko. Hier ist leer. Dann gehen wir noch in den Raum und dann sollten wir fertig sein. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay, dann gehen wir runter zum Ausgang. So, und was machen wir dann? Wir können mal in die Höhle gehen. Die uns der Crazy Frank beschrieben hat. Achso, ich habe schon Zugriff auf die Weltkarte. Dann machen wir uns mal von den Socken. So, lohnt es sich ins Dorf zu gehen? Kann ich mich von irgendwas trennen?
Wir waren ja mal kurzzeitig nicht überladen. Kurzzeitig. Wir denken mal nach. Ja, das Anti-Alterungsbuch will ich eigentlich nicht hier lassen. Wir können halt einen der Kristalle mal hier lassen. Und so ein Stärketrank. Ich weiß nicht, ob ich den so schnell benutzen werde. Weil wir doch auf einfach spielen. Ich glaube, dann braucht man sowas nicht. So, bis auf Weiteres brauchen wir auch keine zweite Fackel. Das war vielleicht nur Ersatz, falls man eine verloren haben sollte. Ja, wir lassen mal die ganzen Stärketränke hier. So, die Heiltränke nehmen wir natürlich mit. So, dann sind wir jetzt ein bisschen leichtgewichtiger unterwegs. Und wir gehen zu Untoten, Vampiren und so einem Kram. Also, ich überlege gerade, ob wir den Knoblauch, die Knoblauchkette anziehen sollten. Aber ich glaube mal eher nicht, weil man hat uns ja drastisch mitgeteilt, dass die niederen Vampire da ähnlich empfindlich sind und dass die das eigentlich nicht wissen sollen. Also nein, dann ziehen wir die Kette nicht an. Also die Knoblauchkette. Ja, die Schaufel lassen wir auch mal hier. Die finden wir schon wieder. So, jetzt sind wir ein bisschen leichtgewichtiger unterwegs. Und gehen zur Höhle. Mit den Vampirbräuten. Ah, und die Prophezeiung können wir noch gucken. Da müsste sich ja jetzt zumindest das mit den 7 Geistern verändert haben. Sieben verlorene Seelen bitten um einen Gefallen. Sind sie zufrieden, wird der Weg nicht mehr verwehren. Okay, das haben wir auch sehr toll gemacht. Dann schauen wir uns hier um. Wir haben auf jeden Fall eine Karte. Das ist supi. Crazy Franks Höhlen. Na gut. Dann schauen wir uns um. Nicht, dass Crazy Frank auch irgendein Untoter ist oder so. Hier liegt mal ein Toter und irgendwas Zerbrochenes. Also das ist jetzt eine leere, zerbrochene Fiole. Wir haben noch leere, intakte Fiolen dabei. Das könnte ein Hinweis sein. Ich glaube, nur eine habe ich irgendwo liegen lassen. Wir gehen mal der Nase nach. Das könnte ein Vampir sein. Moment, die Gestalt habe ich im Handbuch gesehen. Ah, Sekündchen, da. Vampirfrau. Der Vampirbiss bringt oft den Tod, aber kann auch unendliches Leben bringen. Die über die Jahre verfluchten Opfer von Kairn wurden ein Teil von ihm. Die Frauen ernähren sich von menschlichem Blut, im Gegensatz zu Kairn. Behalten sie einen kleinen Teil ihrer ehemaligen Menschlichkeit. Das macht vielleicht ihre Existenz noch mal schlimmer als die des Vampirlords. Auch wenn die Heiligen, die Vampirfrauen gegen heiliges Wasser anfällig sind, fürchten sie doch den Knoblauch nicht, im Gegensatz zu ihrem Meister. Okay, das wissen wir. Und wir haben heiliges Wasser gekauft. Was machen wir jetzt mit dem heiligen Wasser? Das hatte ich irgendwo gesehen. Das haben wir irgendwo. Ah, da haben wir Heiltränke. Da ist die gesegnete Kerze. Da haben wir ein bisschen Geld. Nee, das ist ein leeres Elixier. Da ist auch ein leeres Elixier. Da. Das war die Fiole mit Weihwasser.
Aber ich kann damit jetzt nicht angreifen. Brauchen wir irgendwie eine Sprühflasche oder irgendwas? Können wir das mit irgendwas kombinieren? Vielleicht, dass das Kreuz uns jetzt schützt, bis wir irgendwas mit dem Weihwasser machen können. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, Silber hilft gegen Untote. Ich weiß es gerade nicht. Wir speichern mal ab und probieren mal rum. So, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Dann würde ich das Kreuz benutzen und einfach mal reinstiefeln. Sie hat uns zumindest nicht getroffen. Jetzt hat sie uns getroffen. Okay, das mit dem Kreuz können wir mal knicken. Wir laden mal nochmal. Weil ich nicht weiß, wie viele Aufladungen dieses Kreuzdings da hat. Ja, wie soll ich das mit dem Weihwasser machen? Wir probieren mal das Schwert. Junge, gehst du mal bitte da so rein? So, danke. Was? Ich glaube, es geht nicht, oder? Nee. Ist wirkungslos. Das ist ja auch gegen übermenschliche Wesen. Hier ist wirkungslos. Aua! Lass mich doch mal in die Tür. Junge, Mann. Streitkolben, das glaube ich alles nicht. Nicht in die anderen Sachen, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Weihwasser machen soll. Ich kann die... ich könnte es halt werfen. Aber dann brauchen wir eine ganze Menge davon. Sei denn, sie ist die einzige. Okay, ich habe es geworfen. Das hat funktioniert. Und wir haben noch eine zerbrochene... das war auch der Hinweis mit der zerbrochenen Fiole. Weil das jemand geworfen hatte. Okay, habe ich verstanden. Aber wir hatten nur die eine Flasche. Und ich glaube nicht, dass es nur eine von den Damen gibt. Nein. Sag ich doch. Hatte das Weihwasser was gekostet? Da ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Na, supi. Wir geben mal ein bisschen Fersengeld. Crazy Frank hat uns keinen Schlüssel gegeben, oder? Er hat uns, glaube ich, nur den Platz offenbart. Da ist kein Weg. Da war die verschlossene Tür. Also gehen wir nochmal zurück. Nee, der hat uns, glaube ich, keinen Schlüssel gegeben. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Oh oh. Hallo, die Damen. Wir müssten mal kurz passieren. Da war die versperrte Tür. Also, ich glaube, das Weihwasser hat Geld gekostet. Nur das Segnen hat nichts gekostet. Und ein paar Münzen hätten wir noch, aber ob wir jetzt für jede der Damen da eine Flasche Weihwasser kaufen müssen, das ist jetzt wieder die andere Frage. Und dann gehen wir mal da ums Eck. Lauf, mein Junge, lauf. Nein, nicht hauen.
Ich hauen. Hoffentlich ist das jetzt keine Sackgasse. Dummdi-dumm. Der läuft da wie mit so einem Wanderstab. Da ist eine Tür. Ah, oh. Heiltrank. Nimm die mal bitte mit. Aua. Junge, beweg dich. Hallo, Junge. Junge, aua. Das hat sich voll gelohnt. Ich meine, können wir den Schaden, den wir da drin erlitten haben, wieder heilen? Okay, das war ein Satz mit X. Dann da hinten der Weg. Irgendwo müssen wir einen Schlüssel herkriegen. Aua, hallo die Dame. Ach Mann. Darf ich mal kurz Karte gucken? Immer geradeaus. Alles klar. Zack und gib ihm. Lauf, Forest, lauf. Weiter geradeaus und dann da hinten nach oben. Alles klar. Hä? Achso, nee, da unten. Ja, hier ist ja diese Leiche und mit dem zerbrochenen Glas dabei. Das war der Hinweis Richtung Wasser. Moment mal, können wir vielleicht am Dorfbrunnen eine leere Flasche mit Wasser füllen und die dann segnen lassen? Das war jetzt so ein Gedanke. Aber ich schau uns erstmal. Oh! Hallo, die Dame. Schön, dass Sie da sind. Aua. Da bräuchten wir ganz schön viele Flaschen. Geh mal bitte an der vorbei. Vor allen Dingen, weil die hier immer kaputt gehen. Ich glaube, das wird auch nicht so die gültige Lösung sein. So, wir haben kurz Ruhe. Wir können auf die Karte schauen. Ja, dann da unten nochmal in die Richtung. Oh, und wer einen Schlüssel sieht, darf Bescheid sagen. Laufen da wie ein Pärchen. Nicht im Weg stehen. Mann. Lauf, lauf, Forest, lauf. Oh Mann. Nicht an der Ecke hängen bleiben. Mein Bub, da ist ein Sack. Da könnte eventuell ein Schlüssel drin sein. Prösterchen, trink das mal. Haben wir kurz Ruhe? Ja, wir haben kurz Ruhe. Welcher Sack war denn das jetzt? Der war es nicht. Das war unser Sack. Ah, der Sack war es. Zweimal Heilwasser. Heiliges Wasser. Oh, super. Danke, Spiel, dafür. Wenn ich verzweifelt genug bin, Schlüssel wäre mir lieber gewesen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir den Schlüssel, den wir suchen, hier nicht finden oder übersehen haben. Na gut, es würde Sinn machen, dass wir den in Kairns Schloss finden. Oder an irgendeinem anderen Ort, den ich auf der Karte nicht gefunden habe. Ich schicke euch mal in die Pause und zerbreche mir mein Köpfchen. Bis gleich.